herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja Karten hier zusammengeholt, um bis zu unserem Haus zu kommen. Und die werden wir dann, denke ich mal, gleich auch wieder zurückbringen. Beziehungsweise wir gehen noch ein bisschen mehr auf Reisen. Ich möchte nämlich noch in die Richtung da hinten erkunden. Das haben wir bislang noch nie getan. Und ja. Ja, schlafen können wir nicht, was ziemlich scheiße ist. Ja, dann lasse ich doch lieber die Sachen, die ich bei der letzten Folge hier mir rausgesnackt habe, packen wir dann doch lieber gleich wieder hier rein. Weil die brauchen wir jetzt nicht. Das ist nur Platzverschwendung. Ofen können wir brauchen. Feuersteine brauchen wir für die Pfeile eventuell. Den Rest in... Ach, die alte brauchen wir auch nicht. Okay, die Gartenhacke brauchen wir auch noch nicht. Also das wäre es dann schon, was wir brauchen. Diese blöden Goldklumpen. Ach ja, auf Deutsch heißen die schon Goldnuggets. So, ich habe noch ein bisschen erforscht in Sachen Tränke brauen. Und da sind mir auch ein paar Sachen aufgefallen, die wir eventuell noch finden sollten. Gucken wir mal, wie weit sind wir denn nach da hinten schon gelaufen? Müssen wir nach da hinten laufen, um die nächste Karte zu machen? Oh, das war heute schnell drauf. Ja. Shit, shit, shit. Oh, jetzt kommt noch so ein Skelett dazu. Ey. Zwei. Oh, shit, shit, shit. We have problems, we have problems. Ja, mein Englisch. Oh, shit, 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 shit. Shit. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Blöde Drecksviecher, ey. Ja, aber die Höhle ist cool. Was müssen wir denn... Oh, da. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen, ganz sicher. Nein. Hallo? Ist da wer? So, dann schaufeln wir uns den Weg. Oh! Dumm, 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 dumm. Oh, shit. Das wäre jetzt echt heftig schief gegangen. Also der Pfeil, der leuchtet so schön. Den kann ich nicht mal mitnehmen. Och, da kommt der nächste Zombie schon. Okay, okay. Dich schnetzeln wir schnell. Wir haben keine Heiltränke mitgenommen, so wie es mir erscheint. Kommt da jetzt nur noch einer? Nein, da kommt der nächste noch. Und die im Wasser versuchen auch noch herzukommen. Toll. Langsam geht mir meine Axt am Arsch, Alter. Die Axt ist einfach stärker als unser blödes Schwert. Oh Gott, echt. Nein. Ich werde jetzt heute nicht zum Zombie schlechter hier. Oder? Ja, wir machen es mit Skills. Los, bleibt da unten. Verpisst euch. Ich will hier niemand. Und so. Puh. Sind diese Drecksviecher auch down? LOL. Ein Zombie in Lederrüstung, ein Skelett, eine Hexe. Und die warten alle immer auf mich. Nice, nice. Ja, jetzt, wir müssen jetzt etwas variieren. Weil wir haben jetzt keine Chance mehr mit unserer puppigen Eisenaxt hier. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns hier schnell ein paar Sachen zurecht. Noch ein paar Pfeile. Ne, die müssen wir so. Federn. Genau, das war, was wir nicht haben, ne? Ja, wir haben aber wenigstens noch ein wenig Eisen. Daraus können wir uns gut eine Axt machen, die wir zum Schlachten nehmen. Die Karte ist die 28. Das ist unser Haus. Da ist die 29. Alles klar. Vielleicht finden wir jetzt dann... Lol. Finden wir jetzt noch ein Dschungelbiom, was jetzt nicht schlecht wäre, weil das brauchen wir dringend. Beim nächsten Mal nehme ich auf... Oh shit, die haben mich beide gesehen, die haben mich beide gesehen, die haben mich beide gesehen, die... Ihr findet nicht mein Leben. Och, da ist ein Skelett und da sind noch mehr Creeper!
Nein! Ah! Lauf! Lauf! Shit! Schnell, 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 schnell. Und der nächste Creeper, easy. Och, kommt schon, verarscht mich, Leute. So, jetzt haben wir die letzte Karte, die wir gemacht haben. Auch schon in Verwendung. Und noch viel mehr Wüste. Echt jetzt? Kommt, ist nicht wahr, oder? Ah, Baby-Zombies, Baby-Zombies. Baby-Zombies, Baby-Zombies. Ah! Scheiße. Die kriegen mich, die kriegen mich. Und noch eine Hexe. Ah, Mann. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das sind Pferdchen. Hier finden wir jetzt tausende Pferde oder was? Komm, Baum. Wie das einfach nicht mehr schafft zu laden. Ich will jetzt da auf den Baum drauf gehen, um ein bisschen Schutz zu haben. So. Jetzt haben wir ein bisschen Schutz hier. Fuck, Alter, nein. Das ist nicht wahr, oder? Überall kleine... Lol, wieso leckt das so? Okay, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, bis gleich. So, Leute, ich habe jetzt hier kurz mal das Spiel neu gestartet, weil das irgendwie nicht mehr so ganz wollte, wie ich wollte. Und ja, jetzt haben wir hier unseren kleinen Aussichtsturm, was eigentlich ein Baum ist. Aber das ist ja uns eigentlich egal. Hier einfach schön alles mit Erde machen, dass wir da auch ringsrum fackeln können. Fällt überhaupt nicht auf, wenn hier überall Erde ist und Fackeln. Also die Sonne, die geht jetzt auf. Da hinten ist Wald. Da hinten sind überall Zombies und so Kleinviecher, die uns alles töten wollen. Ja. Gute Aussicht. So, was können wir denn... Können wir irgendwas wegschmeißen? Ja, das brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt leider keine Karten mehr, die wir aktivieren können. Deswegen heißt es jetzt... Solange es noch Tag wird, laufen wir schnell weiter. Dann werden nämlich unterwegs die Monster gegrillt. Und wir haben dann den großen Vorteil, dass wir länger in der Helligkeit laufen, wo keine Monster spawnen. Und uns somit nicht das Leben zur Hölle machen. Das ist doch einfach ein schöner Look. Och, nice. Ich glaube, da waren wir mal ganz am Anfang. Obwohl, nee, das kann gar nicht sein. Damals kam das, war das Update ja noch gar nicht draußen. Und dann die Dark Oak-Bäume kamen. Ah, jawohl, den nehmen wir gleich mal mit. Das ist nämlich ein schöner Baum. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir Setzlinge. Und dann können wir die bei uns zu Hause pflanzen und das wäre richtig nice. Brauchen wir eigentlich einen oder waren es vier? Ich weiß es nicht mehr, was bei dem hier ist. Aber ich glaube, das war ein Setzling, wo wir brauchen. Und auf jeden Fall ist das der geilste Baum irgendwie, weil er einfach so groß und fett ist. Du kriegst einfach das meiste Holz raus. Ernsthaft? Was sind das für eine Verarsche hier? Überall Pferdchen, überall. Und wir suchen und suchen und finden nichts. Und hier streunern die herum. Jawohl, wir haben den ersten Setzling. Nehmen wir jetzt einfach noch den Rest von dem Holz hier mit von dem Stamm. Den restlichen können wir dann gerade stehen lassen, wenn wir schon einen Setzling haben. Och man, das ist doch voll lachhaft. Alles lachhaft hier, ne? Oh. Einsammeln. Das ist jetzt... Das ist irgendwie seit dem Update zu 1.9 leckt das, finde ich, extrem. Ob das wohl bei euch aus ist, das könnt ihr mir ja auch mal ruhig unten in die Kommentare schreiben. Was ist da hinten? Da ein Pilz, ein Pilz. Riesenpilz. Ja, und hier sind überall Blumen. Hier hätten wir eigentlich auch unsere Farm bauen können. Wäre eigentlich auch voll nice gewesen. Aber jetzt gehen wir erstmal... Oh, das sind überall Riesenpilze. Wow. Bei den Dark Oak-Bäumen überall sind da Riesenpilze. Nice.
Ich weiß jetzt schon, ich habe mich verlaufen dann. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich den abbaue? Ich habe sowas noch nie abgebaut. Das bringt mir gar nichts. Toll. Hä? Ach doch, ich krieg kleine Pilze. Ja. Cool. Dann bauen wir halt schnell mal den ganzen Pilz ab. Dann haben wir wieder einige Pilze dabei. Könnten wir uns eigentlich auch mal eine Pilzsuppe... Ah nein, dafür brauchen wir ja Teller. Oder Schalen. Und ich habe keine Ahnung, wie man die craftet. Ja. Skills. Bis zum geht nicht mehr. So, jetzt haben wir gleich 2000 Millionen Pilze. So, jetzt erstmal alles noch einsammeln, dann können wir gleich weiterlaufen. Da hinten sind Scheibchen, ganz... eine Höhle. Wir haben noch ein bisschen Eisen, wir haben noch eine halb kaputte Rüstung. Wir schauen aber jetzt erstmal, was da oben ist. Bevor wir meinen, da in die Höhle reinzugehen. Mit nur 12 Fackeln. Vielleicht wird... Ach komm, nein, ich habe jetzt keinen Bock auf eine Höhle. Wir laufen jetzt lieber übers Land. Aber das schöne, schöne Land hier. Vielleicht finden wir hier ein Dorf. Eins, das noch nicht ausgestorben ist. Und noch nicht beklaut wurde. Ja. Lassen wir mal die Welt kurz laden. Wäre auch schön, wenn wir ein Dschungelbiom finden. Dann könnten wir Kakaobohnen klauen. Können wir uns Schokolade machen. Ha. Ja, inzwischen Schokolade, ich weiß gar nicht. Ich bin noch nicht so vertraut mit dem Update hier, ne? Da ist auch eine Höhle. Aber die Sandhöhlen sind, glaube ich, nicht so toll. Lassen wir lieber mal die Finger davon, bevor wir hier jetzt noch elendig krepieren und noch nichts gefunden haben. Komm. Hier irgendwo muss ein Dorf sein. Irgendwo. Och man. Scheint echt kein Star zu sein. Oh, Hasen. Überall Hasen. Ich krieg dich, Häschen. Lol. Boah, wie das einfach verbuggt ist, ey. So heftig. Ach, lassen wir die Hasen. Aber wir brauchen irgendwann mal noch Hasenboten. Um uns einen Sprungdrang zu machen. Was der jetzt genau bewirkt. Ich weiß nicht, ob der macht irgendwie, dass wir weiter oder höher springen können. Höher wäre irgendwie geiler als weiter. Da hinten ist vielleicht das Dorf. Falls hier eins existiert. Oder hier am Rand irgendwo. Oh nein. Ich dachte schon, da wäre jetzt was... so tempelmäßiges oder so. Hey, was ist das da? Nicht wahr, ein Enderman. Was macht der am Tag hier? Den schnappen wir uns, den kleinen Typ da. Ja, ja. So, ranschleichen mit Anlauf. Die beste Logik. Und die beste Technik. So, er sieht uns nicht, aber wir sehen ihn. Echt jetzt? Wo ist er jetzt hin? Da hinten. Ich habe da hinten so einen schwarzen, großen Kerl gesehen. Da kann er nur hin geportet sein. Okay, jetzt ist da nichts mehr. Cool. Boah, wie die Welt einfach nicht mehr laden will. Ja, wir haben uns ein bisschen verlaufen, würde ich mal sagen. Ja. Blöder Enderman. Das nächste Mal kriege ich ihn. Okay, jetzt fängt es mich langsam ab mit dieser Welt. Klar. Ach ja, wir brauchen ja auch noch Leder. Da war ja noch was. Ey! Bleib da. Boah, regt das auf, wenn das so backt. So, wie, was haben wir gekriegt? Ein Leder. Gut. Nochmal. Lol,
schon wieder. Das regt echt auf. Also, ich hoffe, da kommt jetzt bald mal ein kleines Update raus, das nicht mehr so buggt. So, wie viel Leder haben wir? Wir haben jetzt 3 Leder von 3 Kühen gekriegt. Noch mehr Kühe. Also, die da kannten wir ja schon. Das ist die vierte von gerade eben. Die gibt uns auch fleißig Leder. Nett, sehr nett. Och, da sind noch mehr Kühe. Und Esel. Lol. Das sind Esel. Oder Maultiere. Keine Ahnung, wie die hier genannt wurden. Ja, wie ich die einfach... Ein Dorf. Auch noch ein Dorf. Yes. Yes. Fuck the shit. Yes. So, die erste Kuh von der Wasserherde. Nein, die eine schafft's raus. Das darf sie nicht. Nein! Bleib da! So. Wir haben jetzt von den ganzen Kühen hier 9 Leder gekriegt. 9 fucking Leder. Oh nein, ich höre einen Zombie. Der ist da unten. Ja, da ist er. Wir gehen jetzt nicht zu ihm hin. Also wir haben hier kleine Eselchen. Da drüben ist jetzt auch noch das Dorf, das ich gesucht habe. Da ich auch voll wusste, dass hier eins ist. Oder sind wir im Kreis gelaufen? Nein. Nein. Wir sind nicht im Kreis gelaufen. Ach, ich bin gegen den Kaktus gelaufen. Oh mein Gott. Und noch ein Tempel. Ein Tempel. In einem Dorf. Wie geil. Oh, geil, geil, geil. Also den plündern wir jetzt. Heftig. Och, bitte sind Dias hier. So, wie funktioniert das denn nochmal am besten mit dem Runtergehen? Nicht in der Mitte, das ist das Dümmste. Haben wir denn den Wassereimer dabei? Klar haben wir einen Wassereimer dabei. Wer hat heutzutage keinen Wassereimer dabei? Ja, ich weiß es. Die unerfahrenen Leute. Jetzt nehmen wir noch eine Fackel. Okay. Lol, das ist jetzt neu. Ich dachte eigentlich, die wird weggespült. So. Okay, 90% unnütz. Das nehmen wir dann gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Diamantding. Plünderung. Nice, nice, nice. Okay, okay, okay. Was machen wir jetzt? Wir machen was? Was machen wir jetzt? Also, den Goldnugget tauschen wir gegen die... Was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe doch irgendwas jetzt gekriegt. Ach, jetzt. Ich will den ganzen Shit nicht. So, dann tauschen wir... Die Samen gegen die ganzen Knochen. Das Schwarzpulver brauchen wir natürlich auch noch. Das tauschen wir gegen... Die Feuersteine. So, Kiste 1 gelootet. Kiste 2. Die Fäden, die können wir auch mal mitnehmen. Das Buch, das will ich definitiv haben. Das will ich haben. Da legen wir... Ist die Axt zerbrochen, die kaputt war? Die halb kaputt war? Nein, das ist sie natürlich nicht. Oder doch, die ist nämlich nicht mehr da. Dann das verrottete Fleisch, das brauchen wir genauso nicht. Deswegen ist es auch schon... Unnütze. Brauchen wir Erde? Ja, wir brauchen Erde eigentlich schon, aber ja, egal. Dann nehmen wir das hier mit. Die Spinnenaugen, die sind definitiv wichtig. Die brauchen wir noch. Dafür können wir das Redstone hier lassen. Okay, das müsste eigentlich soweit passen. Dann nehmen wir noch uns das TNT hier mit. Sonst würde sich das hier ganz gar nicht lohnen. Naja, wir können es nicht tragen, so viel. Was lassen wir denn jetzt für das TNT hier? Was lassen wir für das TNT da? Okay, ich habe keinen Schimmer, was wir hierfür da lassen sollen. Ich würde sagen, wir kaufen. Hauptsache TNT. 7 TNT von 9 haben wir jetzt schon. Direkt da drüben ist noch TNT. Jetzt haben wir 9 von 9. Yep. Jetzt können wir wieder hochgehen.
unseren Eimer Wasser wieder füllen. Jawohl, wir haben ein Dorf gefunden, wir haben viel Leder gefunden und auch noch einen Tempel. Deswegen ist die Folge auch mal wieder ein bisschen länger. Nice, nice. Es wird auch, denke ich mal, bald Clash wiederkommen, also Clash of Clans. Definitiv kein Clash Royale. Och, mir gefällt dieser Tempel. Den behalten wir. Das ist jetzt unser Tempel. So ein bisschen ausleuchten. Ich bin hier sehr oft dann wohl zugange dann. Aber das wird jetzt unsere neue Heimat. Ah ja. Hier gibt es sogar noch eine Treppe hoch. Aufs Dach. In den oberen Stock hier. Nice, nice. Ja, schön, sehr schön. Hier müsste man aber ein bisschen bauen, dass es nicht so leicht zu besteigen ist, das Ding hier. Wir müssen uns auch irgendwie um die Dorfbewohner kümmern, weil die verrecken sonst hier allesamt. Also die drin sind, die... Elf Lieder. Gerber. Nein. Der will... Nein, ich will keine Lederrüstung. Auch wir brauchen jetzt irgendwie einen... Irgendeinen Stein brauchen. Das ist der Typ. Der nicht ernsthaft, der will mir das gleich andrehen. Wir machen das jetzt so. Ich nehme den Stein hier. Wirf die Fackeln kurz raus. Geh raus. Und pflanz das so. So, das Haus ist sicher. Das Haus sowieso. Ich höre Zombies. Oh Mann, ich mag Dörfer nicht, wenn ich noch nicht die ganzen Leute gesaved habe. Komm. Gehen wir über das Dach. Meine Fresse, ist das jetzt so kompliziert hier. Jetzt müssen wir... Da ist die Schmiede. Wir haben eine Schmiede hier. Ah! Kusch dich. Da ist Lava. Gut, Lava ist gut. Lol, da drüben ist noch was. Ich glaube, ein weiterer Teil von dem Dorf, lol. Da, nice. Okay. Euch Leute beschütze ich. Drei Spinnen. Vier Spinnen. Da sind auch Leute drin. Safe. 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 Noch ein Haus fehlt, so wie es mir scheint. Sogar zwei. Nein. Da ist der Enderman schon wieder. So, wir haben jetzt die Häuser gesaved. Das funktioniert nicht, ich weiß. Das macht ihn nur aggressiv. Nein. Wo ist er? Da ist er. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Verpiss dich! Nein! Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.